Es ist Zeit. Zeit für Veränderung. Unser tägliches Handeln. Jede Entscheidung. Alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und nicht nur auf uns achten, sondern auch auf unsere Umgebung. Ob im Beruf, im Alltag oder im Urlaub. Bildung halte ich für den Schlüssel, weil der Bürger muss natürlich teilhaben, er muss kapieren, worum es eigentlich geht. Da kommt es uns dabei auch an, dass wir hier im Tierpark den Familien, aber auch Kindern und auch Menschen mit Behinderung einen Zugang zu einer naturnahen Landwirtschaft ermöglichen und vor allen Dingen eine hautnahe Begegnung mit diesen Tieren. Also diese hautnahe Begegnung mit Tieren und in diesem Fall ja mit Tieren, die an den Menschen angepasst sind, ermöglicht einen ganz anderen Zugang, den Respekt vor Tieren und den Respekt vor der Schönheit der Natur. Also was ich wichtig finde ist, wenn wir schon Tiere nutzen, vielfältig nutzen, dann sollten wir niemals den Respekt vor den Tieren verlieren. Und man sollte wirklich darauf achten, dass die Tiere artgerecht gehalten werden. Das Alleinstellungsmerkmal vom Odienst ist, dass wir eben als Feinheimischbetrieb wirklich kurze Transportwege haben. Wir fahren mit unseren Köchen praktisch auf die Höfe und die können sehen, wie sowas produziert und was dahinter steckt. Wir haben keine industriell verarbeiteten Lebensmittel bei uns im Betrieb, verzichten komplett auf Geschmacksverstärker, auf Convenience. Und ich glaube, das macht das auch aus. Und das ist auch ein Mehrwert auch für die Köche, was sie wirklich mit geschwollener Brust dastehen können und können sagen, hier, das haben wir selbst gekocht. Wir haben ja mittlerweile bloß 4 Lebensmittelgiganten, die bestimmen, was wir essen. Und Gärunterbrecher, Enzyme, Geschmacksverstärker, Raucharoma, alles Sachen, die kein Mensch braucht. Wir haben jetzt so eine große Chance, uns abzuheben. Und das ist wieder das einfache Handwerk, was zählt. Und es ist nachher auch, die Region schmecken, das ist so wichtig. Jede Region hat seine Besonderheiten. Und das einfach rauszuschmecken, das macht so viel Spaß, was Neues zu kreieren und trotzdem mit dem Vorhandenen zu arbeiten. Nachhaltigkeit ist ganz einfach. Das kann jeder machen, was wir hier machen. Das sind einfach alles ganz kleine Bausteine, die wir zusammengepuzzelt haben über die Jahre. Das ist so, dass wir alles selber machen. Wir haben ein Frühstück, was aussieht wie so ein kleines buntes Feuerwerk. Wir liegen gerne nach, selbstverständlich. Das ist für uns überhaupt kein Ding. Aber wir schmeißen nicht gerne weg. Das ist so die oberste Prämisse. Jetzt haben wir 2 Kreisläufe zum Beispiel für Wasser, einen für gebrauchtes Wasser. Und das gebrauchte Wasser wird hier aufgearbeitet, wieder von Pflanzen und für die Toilettenspülung zum Beispiel genutzt. Wie schaffe ich es, den Mitarbeiter irgendwo so zu erreichen oder an mich zu binden, dass er sagt, ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit? So ein Betrieb wie dieser kann ohne Mitarbeiter nicht existieren. Also wir müssen einfach lernen, dass diese Leute mit dazugehören.
Meine Strategie dabei ist einfach, auf einer fairen, menschlichen Basis, auf Augenhöhe den Mitarbeitern zu begegnen, mir auch Meinungen anhören zu lassen und auch Kritik an mich durchaus zulassen zu können. Die Gastronomie hat sich schon gewandelt in den letzten Jahren. Und wer das verpasst, der, denke ich, wird auch Schwierigkeiten haben, in Zukunft wirklich nachhaltig mit dem Thema Mitarbeiter aufgestellt zu sein. Ja. Euro einsparen können, hauptsächlich in diesen energetischen Maßnahmen. Unseren Stromverbrauch haben wir über 60% sozusagen reduzieren können, auch unsere Fernwärme, den Verbrauch. Weil klar, in einem öffentlichen Haus kümmert sich häufig keiner, ob nun ein Heizkörper auf 5 steht oder eben nicht. Also deswegen meine ich, sensibilisieren ist ganz viel und das kann wirklich jeder. Komplettes Team hat auch gleich von Anfang an mitgezogen. Also wir haben es sozusagen gemeinschaftlich auf den Weg gebracht. Es hat sich von Anfang an ein Umweltteam gegründet aus unterschiedlichen Abteilungen. Und jeder hat natürlich einen anderen Blickwinkel. Und das war wunderbar, weil jeder noch mal so einen ganz anderen Bereich mit einbringen konnte. Und haben uns damals aber auch schon gesagt, es ist auch nie zu Ende. Kieler Woche hat eine Strahlkraft außerhalb von Kiel, also deutschlandweit, sogar international. Und es ist extrem wichtig, dass wir da auch das Thema Nachhaltigkeit beleuchten. Wir verzichten auf Plastikstrohhalme komplett als so ein Event und haben dadurch viel, viel weniger Müll. Und wenn wir damit Zeichen setzen, dann passiert das ganz oft bei ganz vielen Veranstaltungen. Und genau das ist unser Ziel, eben andere zu motivieren, sich dem Thema anzunehmen und Signale zu setzen. Letztes Jahr haben wir die gesamte Kieler Woche mit Ökostrom, mit norddeutscher Windenergie versorgt. Da reden wir von 270.000 Kilowattstunden, die wir eingekauft haben, um unser gesamtes Event nachhaltig in der Stromversorgung auszurichten. Hier im Herzen des Weltnaturerbe Wattenmeers eingeschlossen und darum ist es eigentlich unsere Pflicht, darauf zu achten, das alles bestmöglich zu erhalten. Jetzt gerade befinden wir uns hier in einer nachhaltigen Ferienimmobilie der Ferien auf Föhr GmbH. Wir zertifizieren mit Klimapatenschaft GmbH Ferienwohnungen auf Föhr.
Da wird sich ganz genau angeguckt, wo kommt die Energie her, wie wird geheizt, wie ist die Dämmung. Der Fairkop ist ein Mehrwegbecher im Pfandsystem. Genau, den kann man bei jedem Partner bekommen für 1,50 Pfand und kann ihn bei jedem der teilnehmenden Geschäfte wieder abgeben. Die Ocelotes befinden sich in einem großen Naturareal, inmitten eines alten Baumbestands. Das sind Bäume, die über 100 Jahre alt sind. Und tatsächlich wurden die Lodges bewusst auf Pfählen gebaut, um eben dieses Wurzelwerk dieser alten Bäume nicht zu beschädigen. Wir nutzen keine fossilen Energien wie Öl oder Gase. Und auch in Verbindung mit diesem Projekt Glück in Sicht ist auch hier in Glücksburg am Ortseingang ein Solarpark auf einer Fläche von 16.000 Quadratmetern entstanden, sodass wir eben selber unseren eigenen Ökostrom erzeugen und auch hier einsetzen. Es ist gut, wenn sich alle auf den Weg machen. Das ist der erste Anstoß. Es kann jeder seinen Beitrag dazu leisten. Davon bin ich überzeugt. Und ich bin auch überzeugt, dass jeder noch so kleine Schritt wichtig ist. Wenn sich jeder darauf konzentrieren würde, was er wirklich gut kann, und da ehrlich produziert oder arbeitet, dann kann man heute gar nicht mehr erreichen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man ehrlich zu sich selbst ist. Also, dass man erstmal guckt, wo sind meine Stärken und meine Schwächen in diesem Bereich? Was kann ich überhaupt verändern? Also, was macht Sinn? Das sind, wie gesagt, auch Dinge, die nie wirklich ein Ende finden werden, sondern man muss sich da ausprobieren. Und vielleicht sagt man auch irgendwann, okay, der Weg war jetzt nicht der richtige, da muss man halt einen neuen einschlagen. Ja. Erstmal, es dauert länger, als man denkt. Also es ist ein langfristiger Prozess, man hat nicht gleich morgen Erfolg. Und das Zweite ist einfach anfangen. Jeder kleine Anteil ist schon wichtig und bildet ein Mosaik in der Nachhaltigkeit einer Gesellschaft. Man muss sich immer mit seinem Produkt beschäftigen, stetig. Und das heißt eigentlich eine stetige Evolution und dann Weiterentwicklung. Wenn wir uns Gedanken machen und unsere Kinder lieben, dann ist das eine logische Konsequenz, dass wir nachhaltig leben. Also ich finde schon, es ist höchste Zeit, dass wir alle mit den Ressourcen, die wir hier haben, verantwortungsvoll umgehen und uns darum kümmern. Also wir möchten mit unserem Betrieb einfach so wirtschaften, dass wir eine nicht nur Enkel, sondern eine urenkelfreundliche Welt hinterlassen. Weil wir haben schon so viele Enkel und wenn wir sehen, wie schnell die groß werden, dann soll es gerne eine urenkelfreundliche Welt sein. Es ist unsere Pflicht, uns zu kümmern, um das zu erhalten, was wir unser Erbe nennen. Es ist Zeit anzufangen. Jetzt.